So, ja, wir machen weiter. Jo, Freunde der dummen Aktionen. Wir hatten jetzt, wo wir gerade kurz bei CMX sind, noch das Thema kurz ein bisschen erweitern. CMX lernt es einfach nicht. Guten Talks. Jo, Freunde der dummen Aktionen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nach zwei Wochen geht es mal wieder um CMX. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Videos aus? In meinem letzten Video zu CMX habe ich euch ja schon gezeigt, dass er ein Freund der Doppelmoral ist. Denn wenn er andere beleidigen kann, ist das komplett in Ordnung. Wenn er aber beleidigt wird, dann geht das gar nicht fit. Beispielsweise den YouTuber Lenny, den er einfach per PN für seine Frisur und dann auch noch in seiner Story gefrontet hat. Man muss natürlich auch sagen, was sind das für Haare? Ganz, ganz schlimm. Wie kann man eine Frisur tragen, die jeder Jugendliche gefühlt trägt? Also finde ich auch extrem schlimm, muss man einfach so sagen. Obwohl er selber zu solchen Fronts Folgendes gesagt hat. Hört auf, Leute irgendwie fertig zu machen. Vor allem, wenn es um Aussehen oder irgendwelche privaten Probleme geht. Im Kleingedruckten bei seinem Video stand allerdings auch, dass das für CMX natürlich nicht zählt, drauf gekoppt da. Bevor das Video richtig losgeht, allerdings noch kurz eine Meldung von meinem Sponsor NordVPN. Ja. Ohne eine VPN seid ihr im Internet ziemlich unsicher unterwegs. Der im Monat... Hab noch nie eine VPN benutzt und trotzdem würde ich das bewerben, weil es an sich eigentlich eine coole Sache ist. Also NordVPN, falls ihr Bock habt, ich würde gerne mit euch kooperieren. Kuss geht raus. Ihr würdet mich unterstützen. Viel Spaß beim Video. Naja, auf jeden Fall muss man ihm zugutehalten, dass er sich nach meinem Video wirklich deutlich gebessert hat. Denn er hat eine tiefgehende Diskussion mit dem YouTuber RevInsight geführt. Da hat er Folgendes geschrieben. Wollte dir schon immer mal sagen, dass du so ein fetter bist. 30 Jahre alt, könntest Familienvater sein, aber hast nichts Besseres zu tun, als auf jedes meiner Videos zu reagieren und deine gestellte, unwichtige Knechtmeinung abzugeben. Du siehst aus wie mein mit deinem gefärbten Justin Bieber. Ich habe auch das Gefühl, dass er auf einmal jetzt solche Worte raushaut, ne? Also auch solche Extremworte gegen andere YouTuber, weil der jetzt in Barcelona ist und sozusagen der Abstand so hoch ist, dass ihn ja niemand aufsucht, um den einen reinzuhauen. Adolf Schnitt, selten so ein Knecht wie dich gesehen. On Gott, kannst fett meine Eier lecken. Das Ganze hat er dann noch ganz stolz in seine Story gepostet mit den Worten fettester HS. Also ich muss ja einfach mal sagen, ich finde, dass Revi nicht fett ist. Wie war das nochmal in seinen Videos? Aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Na gut, CMX ist natürlich... Ist aber wichtig, nicht auf Mutter zu gehen, muss ich alles sagen. Ich auch erst 19 Jahre. Dass man mit dem Wort und die Mütter der anderen Leute beleidigt, das weiß er natürlich einfach noch nicht. Revi hat zu diesen Nachrichten auch ein Real Talk Video hochgeladen, wo er auch erzählt hat, dass er danach sogar noch eine normale Diskussion mit CMX geführt hat. Komplett ohne Beleidigungen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Revi hat in diesem Video sogar einige Fehler zugegeben. Auf jeden Fall haben sie das Ganze anscheinend geklärt. Allerdings wird das Ganze noch asozialer, meine Freunde. Denn nachdem er in Deutschland schon einen Haufen komischer Aktionen gebracht hat, hat er sich gedacht, dass er jetzt im Ausland einfach damit weitermacht. Denn er ist laut eigener Aussage mit seiner Freundin jetzt nach Brasilien gezogen. Genauer gesagt nach Barcelona. Kein Plan, ob das stimmt, um ehrlich zu sein, weil die haben noch keine Roomtour hochgeladen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon bewiesen, dass es sich um Airbnb handelt. Er hat dann vor einigen Tagen den ersten Vlog aus Barcelona hochgeladen. Und so viel ist da eigentlich auch gar nicht passiert, außer dass der CMX mal wieder 10 geworden ist. Für Fortnite. Nein, schau mal, das Eau de Toilette, Fortnite-Spray und Fortnite-Mäppchen. Lass das irgendwann mal holen, so Zeit, und dann verlosen. Ja, ich hol's jetzt. Nein. Auf Cringe-Basis, doch. Für Fortnite. Wir haben einen Riesen-Einkauf. Warte, ja, lass mich noch anschauen. Jetzt. Können wir bitte weitermachen. Ist halt auch, ich muss auch sagen, dieses Video ist auch so unlustig. Dieses Video ist geprägt von wirklich nur dummen Aktionen. Also wirklich, ich muss jetzt mal ehrlich sagen... Für einen, der so schon viel Scheiße macht, ist das extrem dumm, selbst das Video. Für einen Meinungsblocker ist das perfekte Material, um jemanden einfach nochmal zu fronten, weil das einfach nur an Dummheit nicht zu überbieten ist. Also ich finde, wer da kein Video in der Meinungsblocker-Szene macht, der weiß nicht, wie man sich dann die Themen herholt. Also das ist ein Thema, das musst du einfach ansprechen, weil das an Dummheit nicht zu überbieten ist. Kannst du auch gute Videos raushasseln. Ja, okay, aber für Fortnite eigentlich. Leute, ich darf's nicht holen. Allerdings gibt es hier jetzt eine Szene, die an Asozialität einfach überhaupt nicht zu überbieten ist. Und zwar hat seine Freundin den Hund mitgenommen. Und der macht natürlich auch Haufen, ganz normal. Das haben sie dann auch tatsächlich weggeräumt. Ich meine, das Erste, wo man sich ja wirklich schon fragen muss, warum ist halt diese Aussage hier? Junge! Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Auto! Komm! Wir laufen weg. CMX hätte seiner Freundin einfach 100 Euro gegeben, wenn die damit irgendeinen Menschen abgeworfen hätte. Wie asozial kann man eigentlich sein? Und du brauchst dich auch gar nicht rausreden mit, oh, das war nur ein Spaß, das meinte ich gar nicht so ernst. Denn seine Freundin hat diesen Beutel dann halt in den Müll geworfen und er hat ihn extra wieder rausgenommen, aus diesem Müll, um dann Folgendes damit zu machen.
Man sieht aber einfach nicht, wo dieser Beutel gelandet ist. Ne? Ich habe das ja schon mal für Frame bin ich schon mal durchgegangen, den ganzen Spaß. Also pass auf, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Wir gucken uns das jetzt Frame für Frame an, wo er den Kotbeutel hinwirft. Seht ihr, hier ist jetzt der Kotbeutel. Der ist jetzt hier gerade im orangen Bereich. Jetzt geht er hier lang. Die Flugkurve geht hier weiter. Der muss jetzt irgendwo hier oben sein. Lass uns jetzt mal berechnen, dass der jetzt hier oben ist. Ich sehe den nicht, den Kotbeutel. Ah, ne, hier ist er. Hier ist der Kotbeutel. Seht ihr das? Diese weiße Bereich. Guck, jetzt fliegt er weiter. Der fliegt weiter und jetzt ist er weg. Der ist ab der Sequenz weg. Der hat das bestimmt alles mit Adobe After Effects, hat er das alles so bearbeitet und der hat gar nicht mit Scheiße geschmissen. Das ist traurig. Wo ist der jetzt hin? Der Kotbeutel verschwindet hier einfach im Nichts. Sieh mal, so eine Maschine, seine Wurfkraft so stark, seine Wurfobjekte erreichen einfach Lichtgeschwindigkeit. Das ist einfach zu schnell, ja. Der hat ihn einfach Lichtgeschwindigkeit einfach einen Scheißhaufen gegen das Gesicht geworfen. Also so asozial gefilmt, ne. Wer so filmt, dem gehört sämtliches Recht fürs Film eigentlich aberkannt. Also ich sag, das Ganze ist zwar mit Absicht so inszeniert, das ist alles mit After Effects reinretuschiert. Ich denke nicht, dass das Ganze echt gewesen ist. Ich war nicht auf getroffen. Ja! Ja, das ist kein Scherz. Er hat wirklich diesen Kackbeutel genommen und hat ihn gegen den Bus geworfen. Oder gegen den Fahrradfahrer. Das wird momentan diskutiert. Z-Max hat gesagt, er hat getroffen, wenn du die Frames einzeln durchgehst. Der Fahrradfahrer dreht sich zumindest nicht um. Und die 3000-Euro-Kamera war leider auch nicht hochauflösend genug, sodass man den Beutel da noch irgendwo sieht, in irgendeinem Frame, wo der gelandet ist. Deswegen bin ich mal nett. Und ich sag einfach mal, dass du nicht den Menschen abgeworfen hast, sondern den Bus. Aber wie asozial ist es denn bitte, diesen Beutel da zu werfen? Und ich meine, er fand das gut. Er hat das sogar im Video gelassen, weil er das einfach gefühlt hat. Er fand das wirklich lustig in diesem Moment. Das Traurige daran ist doch, dass dieses Video am Anfang auch noch mega positive Resonanz bekommen hat. Erst mit der Zeit wurden es immer mehr Dislikes, weil halt wieder YouTuber darüber berichtet haben und das Video in den Trends gelandet ist. Oh. Seine Community hat es gefeiert, dass er die Scheiße rumgeworfen hat. Aber auch Clickbait-technisch hat er seit meinem letzten Video überhaupt nicht abgenommen, sondern macht natürlich genauso weiter wie vorher. Beispielsweise im Video Fortnite ist tot. Da sagt er am Ende nämlich Folgendes. Was ich im Endeffekt sagen will, Fortnite wird niemals sterben. Ja, also irgendwie ist es dann ja eher weniger tot, oder nicht? Ich meine, warum schreibst du nicht einfach hin, ist Fortnite tot? Fragezeichen, wird Fortnite sterben? Oder Fortnite ist tot? Fragezeichen. Alles wären fragende Formulierungen und wären tausendmal besser, als so eine Aussage zu bringen, die du in dem Video dann selber widerlegst. Darüber hinaus widerspricht sich unser Z-Max ja auch relativ häufig. Ich muss sagen, ich finde, Z-Max ist einer, der ganz oft Dinge verspricht in Titel und Thumbnails und die dann auch wirklich einhält. Und das finde ich sehr gut und das respektiere ich an den Jungen, weil der wirklich zu seinem Wort steht. Das Ganze habe ich ja schon im anderen Video gezeigt, aber er macht natürlich genauso weiter. Zum Beispiel hier, wo es um Verlinkungen bei Reactions geht. 380.000 Klicks. Hat er irgendwo Ellies Video, Ellies Kanal verlinkt? Nein. Null Credits. Weißt du, da gönnt man null. Das ist ganz schön komisch, weil im Video Fortnite ist tot, hast du das Video selber überhaupt nicht verlinkt. Und auch unter dem Ansage an Z-Max Video ist da das Originalvideo irgendwie nicht vorhanden in der Beschreibung. Er beschwert sich also darüber, wenn andere das gar nicht machen, obwohl er das selber nur sporadisch hin und wieder mal tut. Tolle Aktion auf jeden Fall. Dieses Ansage an Z-Max Video ist übrigens auch wieder was ganz Besonderes, womit sich Z-Max echt beliebt gemacht hat. Denn das Video besteht einfach nur aus einer Ansage, die irgendein 8-jähriger Junge gebracht hat, die er einfach auf seinem Kanal neu hochgeladen hat. Und der Typ klingt halt so. Spiel nicht mehr Fortnite! Hör auf mit Fortnite! Hör auf mit Fortnite, Alter! Hör auf einfach mit Fortnite! Warum lädst du das bitte auf deinem Kanal hoch? Ich meine, das ist irgendein 8-jähriger Junge und Z-Max sagt sogar selber Folgendes am Anfang. Der Junge ist noch sehr jung, er weiß nicht mal, was er da macht. Also er weiß selber nicht, was er da tut, aber du bietest ihm trotzdem diese Plattform vor 640.000 Leuten. Er hat sogar an ein, zwei Stellen so ein bisschen aus dem Fenster gefilmt, wodurch es eventuell möglich ist für Leute, die in diesem Gebiet wohnen, herauszufinden, wer das ist. Auch seine Klassen- bzw. Schulkameraden können ihn natürlich mega leicht identifizieren. Denn denkt ihr, Z-Max hat das Ganze zensiert? Hochgeladen? Nein, das habe ich nachträglich gemacht. Er hat den 8-jährigen Jungen, der da 3 Minuten irgendwie Scheiße labert, einfach unzensiert im Internet gezeigt. Muss sowas sein vor so einer großen Reichweite? Warum? Ja, ist schwierig, ne? Ach du Scheiße. Ich meine, der Typ beleidigt ihn auch einfach im Video. Also, wenn ihn jetzt irgendwer erwischt und der vielleicht sogar wirklich ein Z-Max-Fan ist oder sich einfach nur über den lustig machen möchte, dann hast du ihn jetzt einfach zum Gespött seiner Schule oder Klasse oder whatever gemacht, weil du da irgend so eine komische Ansage einfach unzensiert hochladen musstest. Aua. Es ist ja auch nicht so, dass Z-Max irgendwas zum Video dazu beiträgt. Bis auf dem Intro, wo er einfach nur sagt, was jetzt kommt,
hat er keinen Part mehr im Video. Er reagiert nicht drauf, er hat auch keine Einschnitte oder sonst irgendwas, sondern es kommt das Intro, danach kommt diese Ansage und dann endet das Video. Warum musstest du das hochladen? Z-Max macht sich meiner Meinung nach einfach immer unbeliebter bei den Leuten. Wenn man sich die Bewertung seiner Videos so anguckt, dann sieht man, dass es halt auch immer schlimmer wird. Klicktechnisch läuft es natürlich gerade noch, aber ich kann dir jetzt schon sagen... Ja, jetzt läuft es gerade klicktechnisch mega gut. Dann sieht man, dass es halt 800.000 Aufrufe... 440.000, 300.000, 220.000, 213.000, 165.000, 145.000. Ja, jetzt gerade seit diesem Video ist er halt böse explodiert mal wieder. Das Ding ist halt, der hat sich das wirklich null verdient, ne? Das muss man einfach sagen, aber der macht halt so viel Scheiße. Und das ist das Problem. Der macht so viel Scheiße, dass man dann schon wieder drauf gucken muss, um zu gucken, was der schon wieder abgelassen hat. Aber guckt euch das mal an. Der macht auch sau viele Plus-Abos, was ich auch null nachvollziehen kann, warum er mit solchen Aktionen pro Tag über 1000 Abonnenten macht. Der hat jetzt seit diesem Skandal, sag ich mal, hat er einfach 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15.000 Abonnenten gemacht. Zeit auch immer schlimmer wird. Klicktechnisch läuft es natürlich gerade noch, aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du so weitermachst, dann wirst du einfach zu einem wandelnden Meme. Und ja, dann wird es vielleicht noch ein, zwei Jahre laufen, aber dann ist deine YouTube-Zeit höchstwahrscheinlich vorbei. Das haben wir schon bei anderen YouTubern mitbekommen. Ich wünsche dir natürlich viel Glück. Er hat mit Revi geschrieben. Er hat wohl auch gesagt, dass er jetzt sein Content ändern möchte, dass er das anders aufbauen möchte und alles, was halt dazugehört. Da wünsche ich dir natürlich viel Glück. Ich hoffe natürlich, dass du trotzdem so bleibst, weil sonst gehen mir die Videos aus. Aber was sagt ihr dazu? Wird es die Mac schaffen oder nicht? Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Hoffentlich in meiner Schwester. Bis dann, mein... Ja, sehr geschmacksloser Kommentar jetzt nochmal zum Schluss. Okay, also das Thema haben wir jetzt abgehakt, sage ich mal. Wir gucken uns aber jetzt mal...